Servus und grüß euch auf meinem Kanal, der Bienenbastler. Ich habe hier das Ergebnis der Nico-Kassette und wie das Ergebnis aussieht, seht ihr nach meinem kleinen Intro. Seid gespannt! Heute ein Traumflugwetter für die Damen. Sie tragen auch schon wirklich wieder fleißig ein. Die Honigernte ist zwar noch ein bisschen hinten dran, aber ich bin immer noch guter Dinge, dass ein bisschen was reinkommt. Aber heute soll es um die Nico-Kassette gehen, die Nico-Zuchtkassette. Ich habe hier, beziehungsweise habe die noch nie, wirklich noch nie verwendet, die ist komplett neu gewesen. Und bei meinem Test habe ich ja erwähnt, ich habe sie mit nichts bearbeitet, mit nichts eingesprüht, ob das jetzt Zuckerwasser ist, ob jetzt die oder auch die Waben selber nicht mit Wachs überstrichen, gar nicht. Also ich habe sie wirklich original in das Volk eingesetzt und habe nach 24 Stunden nachgesehen und nach 24 Stunden im Volk war kein einziger Stift im Nico-System. Ich wollte die Königin eigentlich gleich wieder nach 24 Stunden freilassen, aber dachte mir, jetzt einen Tag gibst du dir noch, weil ich finde, das ist dann fast ein bisschen zu kurz. Über zwei Tage wollte ich dann das nicht ausprobieren, nicht, dass mir die Königin vielleicht deswegen noch einen Schaden davon trägt, weil sie so einen abrupten Legestopp hat. Wie gesagt, nach 24 Stunden hatte ich keinen Erfolg, keinen einzigen Stift war in der Kassette. Die Königin war noch drin, aber kein Stift. Am nächsten Tag, also in Summe in 48 Stunden, habe ich jetzt die Kassette wieder rausgenommen. Die Königin ist wieder frei, die kann wieder munter stiften, wohin sie will. Und ich habe jetzt das Ganze in der Sonne. Ich nehme euch die Kamera dann ins Dunkle, oder zeig euch das Ganze im Dunkeln, weil jetzt im mit der Sonne blendet es so. Ich fange sie leider nicht ein, aber die Kassette ist voll mit Stifte. Also 48 Stunden drauf. Ich glaube, dass bis auf 10 Stück alles bestiftet ist. Also die hat die Kassette wunderbar angenommen. Ich habe auch immer wieder gelesen oder gesehen, dass andere gesagt haben, die Königin kann auf der Kassette nicht laufen wegen dem Kunststoff. Also sie würde theoretisch runterfallen. Das ist auch nicht der Fall. Also sie ist da wunderbar entlang gegangen und ich habe nach 48 Stunden hatte ich somit zu 90% bestiftete Kassette. Also von dem her war ich dann schon überrascht. Warum der erste Tag nicht? Sie musste sich vielleicht auch erst dran gewöhnen. Aber nach 48 Stunden war die komplette, sagen wir so, komplett, ne, ich glaube, wie gesagt, 10 Stück, also 90% war auf jeden Fall, oder ist auf jeden Fall bestiftet. Ich blende euch das Video mal ein, wo ich die Stifte aufgenommen habe. Ich hoffe, ich kann es einigermaßen einfangen, dass man es auch sieht. Und wie gesagt, ich habe hier jetzt keinen Trick verwendet bei der Kassette selber. Das Einzige, worauf ich geschaut habe, wo ich die Kassette eingesetzt habe, auf das Volk selber. Wie soll ich das jetzt am besten umschreiben? Ich habe mir ein Volk ausgesucht, das wo wirklich, wo die Königin richtig lege, ich sag mal, eifrig oder gierig ist. Was ich jetzt persönlich noch rausfinden muss, ist, nimmt mir mein Starter, wenn ich einen Starter bilde, nimmt mir der Starter, wenn ich jetzt 30 Stifte, blöd gesagt, einhänge, nimmt er mir die 30 an, habe ich bis jetzt noch keine Erfahrung. Oder, also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es besser ist, man lässt die Kassette oder ich stecke die Kassette theoretisch wieder zurück und lasse die Kassette noch so lange im Volk, bis sich die ersten Maden bilden und dann nehme ich die jüngsten Maden somit raus und hängen sie dann in meinen Starter. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass
reine Stifte im Starter nicht so viel, oder wenn ich reine Stifte in den Starter hänge, dass hier die Annahmequote nicht so hoch ist und vielleicht gerade, aber wie gesagt, das ist jetzt eine reine Vermutung und vielleicht gerade die Hälfte angenommen wird, im Gegensatz, wenn ich jetzt das sage, ich nehme 30 Maden, werden wir vielleicht 28 angenommen und bei 30 Stifte werden wir vielleicht gerade 15 angenommen. Aber das ist jetzt nur Spekulation, das weiß ich nicht, kann ich noch nicht behaupten. Das werde ich auf alle Fälle noch testen und testen müssen, damit ich da mehr dazu sagen kann. Aber die Annahme hat sehr gut geklappt. Und ich hatte schon im Hinterkopf, wenn es nicht funktioniert, dann streiche ich mal die Hälfte mit Wachs und die andere Hälfte mit Zuckerwasser. Vielleicht kann man da was ausprobieren, aber ich glaube, das Wichtigste ist eher, dass der Kasten selber sich ausdunstet und dass man nicht, wenn man bestellt hat, gleich ins Volk hängt, wenn er niegelnagelneu ist. Das, glaube ich, spielt eine große Rolle. Das Volk selber spielt eine Rolle und natürlich gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Für einen Anfänger, muss ich sagen, ist die Kassette, für einen Anfänger würde ich die Kassette nicht empfehlen und auch nicht für einen, sage ich mal, der wo 4-5 Völker hat und möchte sie 6 Könige nachziehen, auch wenn er vielleicht am Anfang, sagen wir, etwas unsicher ist beim Umlaufen. Aber glaubt mal, da habt ihr weniger Aufwand, wenn ihr mal eine Rähmchen zieht und übt es mal ein bisschen. Da glaube ich, seid ihr schneller am Ziel wie mit dieser Kassette. Für einen, der, wo ich sage mal, einen Ticken mehr macht, ist es eine interessante Geschichte. Bei mir ist so, dass die Kassette, weil die nimmt ja gleich so viele auf, schon auch fast ein bisschen groß ist. Aber ich finde sie echt so, jetzt wie ich es eingesetzt habe, dass ich mir jetzt nichts verpatzen muss, also nichts beschmieren muss, echt interessant. Ich habe nämlich auch nicht viele, aber ein Begattungskästchen, ein einziges mit Kunststoffrähmchen und die habe ich natürlich mit Wachs bestrichen, aber ich finde die Annahme bei Kunststoffrähmchen ist sehr viel schlechter. Es wird zwar angenommen, aber einfach nur gut versetzt. Und wenn die Königin drauf gehen kann, warum brauche ich dann Wachs? Weil die Bienen brauchen sie ja nicht. Die brauchen ja darauf kein Wachs. Das wäre wirklich nur der Hintergedanke, dass die Königin drauf nicht gescheit greifen kann, aber der Fall ist es nicht, sie kann drauf laufen und wie ich gesehen habe auch sehr gut, also von dem her brauche ich die Flächen auch nicht bestreichen, aber für einen Anfänger ist es wirklich, ist die Kassette, das Nikut-Zuchtsystem ist ja in mehreren Schritten aufgebaut. Die Näpfchen und die Näpfchen und die Adapter, dass man es ans Rähmchen baut, das ist auch für kleine Zuchten optimal, würde ich jedem empfehlen. Nur die Kassette, finde ich, ist eher für eine Nummer größer. Und braucht man bei kleiner Zuchtserie von 6 Stück, sage ich jetzt nicht. Mein Fazit zur Nico Zuchtkassette, ich bin positiv überrascht. Der Preis, also wenn man sie nutzen kann, ist auch nicht dramatisch, weil das Ding kauft man sie einmal und das, wenn man es nicht direkt absichtlich bricht, geht es auch nicht kaputt. Also das ist einmal gekauft und ich denke mal, das hebt ein Leben lang. Und man kann halt wirklich jüngste Larven rausnehmen. Wie gesagt, ich möchte mal testen, ob die auch Stifte annehmen, aber ich gehe davon aus, dass der Starter die Stifte nicht so gern nimmt oder wenn dann nur ganz ganz kleinen Bruchteil und das möchte ich aber noch testen, wie viel das dann, wie gesagt, wie hoch die Ausfallquote ist, aber an und für sich feine Geschichte, ich werde es wieder ausprobieren, ich weiß nicht, ob ich
dieses Jahr noch einen zweiten Test fahre. Aber wenn du das nicht verpassen möchtest, lasst einfach ein Abo da. Dann seht ihr das auch, ob noch was kommt oder ob nichts mehr kommt. Ich sag Dankeschön. Ich sag Dankeschön fürs Vorbeischauen. Schaut's gern ein bisschen durch die Playlist. Da ist für jeden Bienenfreund was Interessantes dabei. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Und Daumen nicht vergessen. Pfiat euch und anders mal.